Und hier als Starter-Pokémon ist einfach mal ein fucking Zapdos. Hey Leute und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go. Bevor das Video losgeht, wenn ihr euch gute und günstige Pokémon Go Accounts kaufen wollt, checkt meinen Link in der Videobeschreibung ab. Mit dem Code CLASHGAMES bekommt ihr auf alle möglichen Sachen, auf Stardust, auf seltene Pokémon 10% Rabatt. Also auf jeden Fall mal auschecken. Ja, in den letzten beiden Folgen Pokémon Go habe ich ja jeweils eine iTunes- bzw. Google Play Karte verlost. Und dieses Mal gewonnen haben sie der liebe, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Dimitri Korelev oder Korolev. Er hat geschrieben, mein Lieblings-Pokémon ist Kyogre und ich will natürlich gewinnen. iOS, deine iTunes-Karte wirst du bekommen, wenn dieses Video hier online kommt. Und als zweiter der liebe X Nymes, er hat geschrieben, ich möchte gerne die Karte gewinnen, um mir ein paar Gems für CR zu holen, Android. Ja, du hast es gerade angesprochen, CR kommt in den nächsten Tagen wieder, also keine Sorge an die CR-Leute. Morgen oder übermorgen gibt es wieder ein CR-Video. Aber ansonsten, heute gibt es auch mal wieder eine Verlosung und zwar wie immer eine iTunes- oder Google Play-Karte im Wert von 15 Euro. Das Einzige, was ihr machen müsst, einen Kommentar schreiben, dass ihr gewinnen wollt und natürlich auf welchem Device. Und natürlich eine Bewertung dalassen, natürlich einen Daumen nach oben und natürlich Abonnent sein, das ist auch sehr wichtig. Und jetzt kommen wir auch schon direkt zu dem heutigen Thema und zwar seht ihr es gerade, hier steht Catch a Pokémon, also fang ein Pokémon und hier als Starter-Pokémon ist einfach mal ein fucking Zapdos. Das ist auf jeden Fall mega nice, wenn das denn echt der Fall wäre. Ich glaube, da würde jeder nochmal, wenn das ab jetzt so der Fall wäre, jeder nochmal neu Pokémon Go beginnen. Auf jeden Fall ist das Ganze hier wieder natürlich gecodet, das heißt Zapdos, natürlich gibt es Zapdos ab jetzt nicht als Starter-Pokémon. Leute, deinstalliert nicht euren Account, löscht den nicht. Das war natürlich nur eine gecodete Sache hier. Aber jetzt mal wieder hier ein bisschen XP, ich glaube, das sind 999.999, geht auf jeden Fall klar. Hier Zapdos natürlich, wenn man das gerade mal als Starter-Pokémon hat, hier in Anführungszeichen nur CP66, also WP66, Wettkampfpunkte 66, geht natürlich noch klar, aber mit einer höheren WP-Zahl wäre es natürlich das Ganze noch ein bisschen nicer. Aber als Starter-Pokémon so ein legendäres Pokémon wäre natürlich echt so, ich glaube, dann würde ich mir extra nochmal einen neuen Account machen, das wäre mega nice. Aber ansonsten, ihr seht es hier mal wieder auf dem, sag ich mal, gerooteten Server, auf dem privaten Server, wo der liebe Coder hier die legendären Pokémon schön raufspielen konnte. Das heißt, diese Pokémon sind noch nicht offiziell im Spiel zur Verfügung. Das heißt, es gibt sie zwar, die wurden im Quellcode entdeckt, deswegen können die auch hier so gut animiert werden, aber sie sind noch nicht, sag ich mal, frei zugänglich. Also man kann die legendären Pokémon noch nicht fangen. Legendäre Pokémon wären in dem Fall, ich weiß, einige haben es geschrieben, Ditto ist kein legendäres Pokémon. Hier im Pokémon Go wird es aber scheinbar als legendär betitelt, weil man es noch nicht fangen kann. Ansonsten natürlich hier Mewtwo, Zapdos, Arctos, Lavados, Mew und natürlich Ditto. Ich habe auch aus Versehen in der letzten Folge mal gesagt, dass Dragoran ein legendäres Pokémon ist. Ich selbst bin eigentlich auch so teilweise so der Meinung, dass das schon legendär bzw. sehr, sehr selten ist. Es ist ja wirklich so. Und ich finde so vom Style her, habe ich das so vom Geist her irgendwie zu den legendären Pokémon eingeordnet. So genau weiß ich es jetzt nicht. Könnt ihr mir vielleicht sonst mal in die Kommentare schreiben, aber ich denke mal, hier in Pokémon Go zählt es nicht als legendär, weil wahrscheinlich wäre es dann auch noch nicht frei zugänglich. Natürlich wären dann auch noch Tratini und Dragoni nicht frei zugänglich, aber ich denke mal, ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine. Ansonsten war es das jetzt so grob mit dem Video. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagen würdet. Würdet ihr sofort einen neuen Account machen? Also ich denke mal, wenn es die Möglichkeit geben würde, nur durch diesen Weg an ein legendäres Pokémon zu kommen, vielleicht, dass man sich sogar auch noch frei entscheiden kann, welches legendäre Pokémon zu Anfang da, sag ich mal, aufspawnt.
Ob es ein Mewtwo, ein Mew, ein Lavados, ein Arctos, ein Zapdos in Klammern oder ein Ditto ist. Ich glaube, ich würde mich da... gute Frage. Ich finde irgendwie so vom Style her, ich finde Mew so mit am süßesten. Ich glaube, ich würde einfach Mew nehmen. Auch wenn Mewtwo irgendwie vom Ding her krasser ist. Wer die letzte Episode Pokémon kennt, wo Mew gegen Mewtwo kämpfen, da kommt mir Mewtwo schon so ein bisschen unsympathisch rüber, sage ich mal ganz ehrlich. Aber das ist natürlich auch Ansichtssache. Also ich werde Mew nehmen, aber es ist meine persönliche Meinung, müsst ihr nicht vertreten. Ansonsten war es jetzt in dem Fall wieder mit dem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Lasst natürlich gerne eine Bewertung da. Weitere coole Pokémon Go Videos und natürlich, wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das auf jeden Fall jetzt. In den nächsten Tagen werden noch coole weitere Pokémon Go Videos und natürlich auch Clash Royale Videos kommen. Und dann würde ich sagen, euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.